So, hallihallo, hallöchen, ihr Lieben. Rupi hier, schön, dass ihr wieder reinschaut. Boah, wir haben schon wieder Anfang September und es wird allerhöchste Zeit für die ganze Fanpost, für eure Post, die ihr mir im Laufe des August geschickt habt. Und das ist schon wieder einiges. Ach, du liebe Zeit, Leute. Wann soll ich denn das alles auspacken? Wahnsinn, da bleibt alles andere liegen. Und aber, ihr wisst ja, ich freue mich tierisch drauf. Ich finde es der absolute Wahnsinn, wenn ihr euch immer hinsetzt, euch tierisch viel Mühe geben, Rupi was zu zeichnen, dann auch noch einzupacken, was zu basteln und was weiß ich, ein Briefchen zu schreiben und dann auch noch hübsch irgendwie einzupacken. Ihr seht's ja hier, Wahnsinn, guckt euch das an. Ein ganz fantastisch gestalteter Umschlag, der hier mit dabei ist. Ein Päckchen mit Herzele und dann auch noch hier Zeichnungen auf dem Paket und auf dem Brief und lauter so Sachen. Leute, ihr seid so der Hammer. Was hab ich nur für Wahnsinnsabonnenten, oder? Wahnsinn, echt Wahnsinn. Super, super klasse, wirklich. Ihr seid der Hammer. Also vielen, vielen lieben Dank schon mal gleich im Voraus. Und ja, ich muss mich wirklich beeilen. Auf einem Päckchen stand übrigens, bitte bis September auspacken, schnell weiterschicken. Ja, bis September, wir haben jetzt September, das tut mir leid. Also ich kann mich an terminliche Geschichten nicht halten, das geht nicht. Ich muss eure Post so auspacken, wie ich Zeit habe, denn ich habe einiges zu tun, bin viel beschäftigter Mann, ja. Und die ganze YouTube-Geschichte, die drücke ich mir, die quetsche ich mir noch irgendwie aus den Rippen, dass es irgendwie geht, weil mir es halt wahnsinnig Spaß macht. Aber ja, das Leben besteht halt nicht nur aus YouTube, ne? Es gibt noch ein reales Leben und das möchte auch bitteschön bedient werden, ne? Also seht's mir nach, ich mache so gut ich kann. Ich glaube, ich sage es in jedem Video, ich möchte es nicht so oberflächlich durchgehen. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen anderen Kanälen, die dann wirklich Fanpost so zack hier auspacken und teilweise nicht mal hier ein bisschen in die Kamera halten oder was zum Bild oder zu der Bastelarbeit sagen. Ich finde es immer sehr, sehr schade. Vor allem halt euch gegenüber. Das ist schon eine tolle Sache und das hat halt auch wirklich eine Aufmerksamkeit verdient. Ja. Drum, so möchte ich eigentlich nicht enden, sondern mir da wirklich Zeit lassen und vor allem auch Zeit nehmen. Und immer wenn ich ein paar Minuten Ruhe habe, dann mache ich das so. Und drum, schon wieder viel zu viel gequatscht. Ich wollte euch das nur mal zeigen. Also das allein ist alles August gekommen und in den Päckchen sind ja wahrscheinlich auch wieder mehrere Geschichten drin. In den Umschlägen wahrscheinlich auch wieder mehrere Zeichnungen und Briefe und so weiter und so fort. Also ich freue mich tierisch drauf, ich wünsche mir und euch tierisch viel Spaß beim Zugucken. Es wird wieder mega spannend, was ihr mir hier alles zugeschickt habt. Und ja, wir werden sehen. So, und jetzt mache ich einen Cut und los geht's. So, und als erstes erreichte mich von der wohl meistbeschäftigsten Zeichnerin Deutschlands, zumindest derzeit, nämlich ein Briefchen von der lieben Jasmin. Jasmin Love Toothless hat hier auf YouTube auch einen Kanal. Und ich habe die Briefe alle schon aufgeschnitten, aber noch nicht reingeschaut. Bin also mega gespannt, was die liebe Jasmin mir hier wieder geschickt hat. So, und hier bin ich skeptisch geworden. Hier steht 1 oder I mit dem Herzchen. Ich herze. Habe ich mir gedacht, ach Gott, so lieb, ne? Jasminele, ich herze, oh, so goldig. Und den werde ich jetzt natürlich gleich auspacken, yay. Aber halt. Vielleicht erfahren wir ja die Lösung von diesem I oder dem 1, wenn ich den zweiten Brief hier in die Kamera halte. Denn hier haben wir die Nummer 2. Und Herzele, boah, Wahnsinn, 2 Briefe von der Jasmin. Wahrscheinlich wieder knallevoll mit Zeichnungen. Jasmin, das ist der Wahnsinn, 2 Briefe von dir. Hammer, packen wir jetzt aus. Aber als erstes muss ich euch noch den dritten Brief von der Jasmin zeigen. Denn sie hat mir 3 Briefe geschickt. 3 Briefe vom Jasminele. Das ist der Hammer, der absolute Wahnsinn, boah. Ach du liebe Zeit, 3 Briefe, hey. Und ich dachte mir schon, boah, 3. Was soll da noch kommen, ne? Außer dem vierten Brief. Guckt euch das an. 4 Briefe, sage und schreibe. 4 Briefe von der Jasmin. Voll mit Zeichnungen. Jasmin, du bist der absolute Oberknaller. 4 Briefe. Habe ich jemals so viel schon von dir bekommen? Nein, denn ich habe noch mehr von der Jasmin bekommen. Nämlich 5 Briefe mit Herzele von der guten Jasmin. Das ist ja der absolute Hammer. Guckt es euch an.
5 Briefe! So viel Fanpost kriege ich nochmal den ganzen Monat, ne? Und ihr wisst ja, ne? Wer 5 sagt, muss auch 6 sagen! Leute! 6 Briefe! Von der Jasmin! Ich glaub's ja nicht, Jasmin! Das ist ja der reine Wahnsinn! 6 Briefe! Wo soll ich da anfangen? 6 Briefe hintereinander, schön wär's! Denn sie hat mir 7 Briefe geschickt! Leute, ich bin fix und fertig! 7 Briefe voll Bezeichnungen von der Jasmin! Und 7 ist natürlich die perfekte Zahl, drum hat sie hier auch 7 geschickt, ne? Hammer! Aber Jasmin dachte sich wahrscheinlich, 7 macht ja jeder, ne? Sie hat mir noch einen 8. geschickt! Einen 8. mit Herzele! Oh, Jasmin, das ist der Hammer! Guckt euch das an! 8 Briefe! Ja, jetzt ist wirklich Schluss, tatsächlich! 8 Briefe von der Jasmin! Oh, du bist der Hammer! Du machst mich fettig! Oh, ich bin so fettig! Da will ich auch gar nicht mehr sterben soll hier! Das ist ja super! Super toll! Jasmin, du bist echt der Knaller, ehrlich. Wahnsinn, schick die mir 8 Briefe, oder? Halt, nee, ich muss die so rum machen. Ja, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1, boah. 8 Herzele. Und mit dem ersten Brief hier fange ich jetzt an. Alter Verwalter, ist das nicht der Wahnsinn? Ich find's so der Wahnsinn, echt. Ich habe hier einen komischen Kamerawinkel, aber ich lasse jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht seht ihr dann die Zeichnungen auch besser. Ja, im ersten Brief sind 3 Zeichnungen drin und so wie ich sie kenne, hat sie in jedem Brief 3 Zeichnungen drin. Also, jedes Rechengenie wird mir sofort sagen können, was 3x8 ist. Ne? 3x8? 24 Zeichnungen, wenn's hochkommt. Boah, das ist, oder? Boah, also ich fang mal hier mit dem ersten Bild an. Jasmin, you make my day. Das ist, also ich hab schon vieles erlebt. Aber das noch nicht. Och Gott, guckt's euch an. Lauter goldige ohne Zähnle. Gott, ist das goldig. Mit Jasmin typischer roter Outline. Die Redline. Aber ich muss die Kamera anders machen. Augenblick. So, Unterkurbel. Geradeaus geht's. Das ist besser. Weil... Da kriege ich das irgendwie ein bisschen für mich besser ins Bild. Guckt's euch an. Das Mädel hat so dermaßen drauf. So goldig. Guckt's euch an. Ohne Zähnchen. Hier frontal im Anflug. Ja, frontal, ne? Wie gesagt. Klasse. Dann einmal hier ohne Zähnchen sitzend mit türkisenen Augen natürlich. Einmal ohne Zähnchen schläfend. Oh, schläfend. Schläfend. Oh mein Gott, gib ein Outtake. Nein, gib ein Intake. Ich lass drin. Ein schläfender Kleiner ohne Zahn. Muss ich flüstern, damit er nicht wach ist. Das nicht goldig? Ist das nicht mega goldig? Was ist denn das? Ist das der Mund? Schnarcht er ein bisschen? Schnarcht ohne Zähnchen ein bisschen? So. Ne, so ein bisschen pfeifen. Ein Drachenpfeifen. Gott, so goldig. Klasse. Jasmin und ihre rote Outline-Phase. Cool. Also, klasse. Und dann guckt's auch mal ganz lieb hier ins Bild rein. Ohne Zähnchen, mit 3 Lichtpunkten. Cool. Und hier guckt's auch noch mal auf der Seite rein. Yay. Also, guckt euch das an. Boah. 5 ohne Zahnstudien auf einem Bild. Ne? Hammer. So gesehen schon wieder 5 Zeichnungen mehr von Jasminele. Also ich glaube, jetzt sind's über 220 oder 230 oder 250 Zeichnungen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jasmin, das ist der Knaller, ne? Sag ja, das letzte Mal habe ich ihr geschrieben, hey Jasmin, boah, ich glaube 180 Zeichnungen. Sie hat zurückgeschrieben. Was? 180 Zeichnungen? Das ist zu wenig! Ne, halt, den hier. Zu wenig! Das ist der Knaller. Oh, Jasmin, super, toll, dankeschön, der Burner. So, jetzt gleich nächstes Bild. Was haben wir hier drauf? Oh, sehr viel Raum, sehr viel Platz. Und nochmal ein kuschelndes ohne Zähnchen. Yay, goldig. Und sie experimentiert hier ein bisschen mit den Pupillen. Hier hat er ganz zusammengekniffene Lichtpünktchen drin. Auch interessant, okay. Natürlich wieder mit typischer roter Outline. Und einem Eichen. Gott, das ist ja ein Ei. Hier, guckt mal, das ist ein kleines Ei. Hat man gerade überlegt, was sind das für Punkte? Das ist ein Eichen. Och Gott, ohne Zahn bewachten Eichen.
wie goldig ist das denn? Würde man mir echt gönnen, ne? Dass man endlich ein Weibchen findet. Und das erste Junge könnte vielleicht heißen, ohne Eichen. Das soll irgendwie... Jasmin, goldig, dankeschön. Gleich das nächste Bild. Auch hier sehe ich schon wieder eine rote Outline. Aha, was haben wir denn hier drauf? Oh, 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 das ist Dingenskirchen. Da hat doch auch so einen eigenen Namen. Oh, Leute, ich kann mir es nicht merken, boah. Ich muss mir so viel merken, kann mir als die Namen gar nicht merken. Aber ich meine, oder Taifumerang, Holzklau, Taifumerang, komme ich immer durcheinander. Richtig schöner Verlauf in den Flügeln drin, gelb in dieses, was ist das, orange? Ist das orange? Echt schön, rosa Nasenlöcher, rote, wie heißt es ums Auge rum? Augenlider. Aber echt goldig. Tolle Stellung, toller Drache. Jasminele, vielen, vielen lieben Dank. Und ihr wisst ja, ich werde die ganzen Sachen hier einscannen und dann könnt ihr es nochmal in der Galerie in aller Ruhe angucken. Die ganzen einzelnen Zeichnungen. Boah, das gibt wieder ein langes Video mit den ganzen Jasmin-Zeichnungen hier. Hammer. Also, klasse. Vielen, vielen lieben Dank. Sieht toll aus. Boah, was du mir jetzt schon alles gezeichnet hast. Irre. Und vor allem auch gebastelt, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also, Brief mit Herzele Nummer 2. Und hier sind ja tatsächlich wieder 3 Zeichnungen drin. Das ist so unglaublich, was Jasmin alles zeichnet. Wie schon gesagt, schaut mal auf ihren Kanal. Da macht sie Zeichenvideos, Tutorials, wie man verschiedene Charaktere zeichnet. Wie zum Beispiel das ohne Zähnchen hier. Auch guckt's euch an. Aufrecht stehend oder aufrecht fliegend. Cool, wirklich cool. Also wenn du alle Zeichnungen zusammennimmst, liebe Jasmin, dann könnte man eigentlich einen riesen Comic draus machen. Müsste man sich nur noch eine nette Geschichte einfallen lassen und dann hätte man ohne Zahn Comic. Das wäre bestimmt vielleicht sogar origineller als die Comics, die teilweise im Dragons Magazin drin sind. Das garantiere ich euch. Super schöner ohne Zahn. Dankeschön und wirklich sehr interessante Pose, Jasmin. Sehr interessante Pose. Cool. Und deine Zeichnungen leben auch unheimlich durch deine Augen, mit denen du den wirklich Leben einhauchst. Toll, ganz klasse. So, und oh, da sehe ich schon ein Riesenmaul. Ein Riesenmaul sehe ich da. Ah, okay, alles klar. Was ist das für ein Teil? Ich habe doch neulich dieses Video gemacht, als Blue Fire in Drachenzähmen die Insel drin war. Ne? Da war doch, was war es, ein Feuergeist, der gegen einen Eisgeist kämpfte. Ist das einer von den beiden? Oder ist das der brüllende Tod? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Interessant ist, dass die Spitzen von den Zähnen dunkel sind. Und hier wird es hell. Normalerweise ist es umgekehrt. Aber Jasmin hat Mut. Boah, und hier ist das ein Blutstropfen, der hier an den Zähnen klebt. Brutal! FSK 18, Jasmin! FSK 18. Tolles Auge, by the way. Cool, klasse! Jasminele, was du alles so zeichnest, bis der Tag rum ist. Wahnsinn! Deine Bleistifte glühen bestimmt alle. Oh, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gruselige Augen, aber er lächelt irgendwie freundlich. Ja, auch mega cool. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dadurch, dass ihr, glaubt, alle School of Dragons spielt, liege ich natürlich Meilen hinter euch, was mein Wissen zu diesen Drachen hier anbetrifft. Da seid ihr mir wahrscheinlich alle um Lichtjahre voraus. Klasse, echt cool. Das finde ich ja mal wirklich hier interessant. Der Ansatz am Kopf. Cool, cooler Drache. Ja, wahrscheinlich Luftdrache mit einem tollen Schweif hier. Cool, echt cool. Oder ist ein Wasserdrache? Kann auch sein. Auf jeden Fall ist das hier kein Wasserbrief und wir machen weiter mit dem dritten plus Herzele. Wahnsinn. Ja, hier sind auch wieder 3 Zeichnungen drin. Den packe ich jetzt noch aus und dann muss ich schon den ersten Cut machen. Und das wird wieder eine längere Geschichte. Yay, hier haben wir Flightmare. Guckt es euch an. Hier, auch wieder toll gezeichnet von Jasmin. Oh, der ist echt klasse. Hast ja super hingekriegt, hey. Und freundlich, so muss es sein. Ich sag ja, sehr schön diese Flammenflügel, die natürlich keine Flammen sind. Schöner Verlauf von dem Grün in dieses Hellblau rein. Und diesmal haben wir eine lila Outline. Tja, Jasminele, ne? Die künstlerische Rotton-Outline-Phase. So sieht's aus. So, kommen wir gleich zum nächsten Bild. Kamera, stell scharf, bitteschön. Toothless. Ohne Zähnchen. Yay. Oh, alles klar.
Jetzt ist mir auch klar, was du damit andeuten wolltest. Cool, tolle Haltung, fast so ein bisschen so angriffsmäßig, ne? Klasse, schön gemacht, boah. Die ganzen Rückenstacheln hier, der Rückenkamm und die kleinen, die im Schweif auch noch hier zu finden sind. Schön, boah, die ganzen Flügelrippen hier gezeichnet. Und geschärfte Krallen. Aber trotz allem lieb, oder? Ist das nicht toll? Das muss man erstmal hinkriegen. Vielleicht spielt er auch gerade Angriff. Ne? Übt gerade vorm Spiegel, wie er am bedrohlichsten wirkt. Und einige Drachen stellen natürlich, damit sie größer und bedrohlicher wirken, die Flügel noch extra auf. Wie es auch ganz viele Tiere im Tierreich machen. Sehr gute Zeichnung. Klasse. Schön. Danke, Jasminele. So, dann habe ich hier was Kleineres zusammengefaltetes. Was haben wir denn hier? Oh Gott, guckt's euch mal an. Oh Gott, ist das goldig, die Pausbäckchen. Mein Herzele, ja, ist das goldig. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie eine Vorlage für die Dragons Minifiguren, oder? Das ist ja mega, mega. Und das ist wahrscheinlich irgendwie, ja, Runenschrift Night Fury, oder? So irgendwie, kann es sein? Mit Herzele, guckt's euch an. Gott, ist das goldig, Jasmin. Das geht ja schon ganz schön irgendwie ein bisschen in Manga rein, oder? Auf jeden Fall, oh, so zuckersüß. Oh, wie geil! Das ist so ein Ding, wo ich jetzt sagen würde, boah, da hast du dich echt wieder selber übertroffen. Ohne Scheiß, ganz, ganz großartig. Ich wiederhole mich eigentlich von Bild zu Bild, ne? Ich sage immer, Hammer, Burner, Wahnsinn, Klasse, spitzemäßig. Rotton-Outline-Phase, ja. Ich sage eigentlich immer das Gleiche, ich weiß gar nicht, was ich sonst sagen soll. Außer mega goldig, guckt euch das Näschen an. Vor allem die mega lieben Augen mit den Bäckchen. Hammer, ich sag ja. Jasmin, bleibt abzuwarten, bis du mal Comics zeichnest. Echt Hammer, 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 Hammer. Super, könnt ihr euch freuen, wenn das Bild hier in der Bildergalerie kommt. Hammer, wirklich Hammer. Habe ich schon mal gesagt, Hammer. Ha. Oh, ohne Zähnchen mal in einer wirklich total außergewöhnlichen Pose. Ja, das ist ja aber auch nicht leicht. Boah, Jasminele, Hammer. Hier schräg von unten und dann den Kopf so gut hinkriegen. Boah, und das machst du aus dem Kopf. Das ist doch der Hammer, oder? Ne, auch die Beine, jedes Bein hier in einer anderen Pose. Mega. Ja, also manchmal fällt mir da echt nichts mehr ein. Ne? Hammer, wirklich super, super schön gemacht. Wow, ne? Mach weiter so, du wirst noch eine ganz große im Zeichnen, ohne Scheiß jetzt. Super, also ich würde mich noch lieben gern länger an diesen wirklich fantastischen Bildern aufhalten, aber ich muss echt weitermachen. Jasmin, also vielen, vielen lieben Dank für die Wahnsinnszeichnungen. Wie schon gesagt, ich werde die alle einscannen und ihr könnt sie euch nochmal in der anschließenden Bildergalerie, wenn ich alle Briefe von der Jasmin durch habe, anschauen. Das gibt eine extra Jasmin-Galerie, weil also so viel, wie mir die viel zu gute Jasmin schon geschickt hat, boah, das passt auf keine Kuhhaut, wirklich. So dermaßen super lieb, was Jasmin hier schon alles gemacht hat. Vor allem auch, was sie noch für andere zeichnet, ne? Wann schafft das Mädchen noch hier zu lernen, in die Schule zu gehen und überhaupt vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Salz zu essen? Jasmin, ne? Weiß Bescheid. Also, vielen, vielen lieben Dank. Wir sehen uns gleich im nächsten Teil. Ich sag ciao, tschüsschen. Viele, viele liebe extra Grüße an Jasmin. Mit diesem wahnsinnig goldigen ohne Zähnchen. Das ist der Hammer. Da werde ich butter weich, wenn ich sowas sehe. So der Burner, ehrlich. Ah, ich guck gerade genauso hinter der Kamera, das dürft ihr mal glauben. Hammer. Echt Hammer. Klasse, also Leutchen, tschüss, bis gleich.